Und damit herzlich willkommen hier wieder auf Hoquarty. Wir spielen heute mal Agar.io oder Agario, je nachdem. Ich fange komplett neu an. Ich soll anstatt mein Adblocker disablen, das mache ich aber nicht. Wir nennen uns mal Hoquarty. Und dann können wir hier noch auswählen FFO, also FFA, Teams, Experimental oder Party. Ich denke mal FFA ist frei, also Free for All, frei für alle. Das nehmen wir. Ich habe keinen Account. Und ich würde mal sagen, wir starten. Ach so, ich steuere mit der Maus. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Oh Gott, da kommen direkt welche. Das scheinen gute Leute zu sein. Und ja, wie gesagt, das ist zum ersten Mal, dass das jetzt spiele. Ich habe, och nee, ich habe es ein paar Mal auf YouTube gesehen. Oder auch auf dem Handy. Nein, auf dem Handy. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mich teilen kann. Mausklick? Nee. Okay, das kann ich rausfinden, aber erstmal muss ich vielleicht ein bisschen wachsen. Oh Gott. Oh, scheiße. Es sagen nämlich beide. Ja, wie gesagt, ich habe das... Danke dafür. Eigentlich möchte ich nichts kaufen. Continue. Ja, ein paar Mal gesehen. Players Guest, komm, wir spielen nochmal. Und hab gedacht, ja, das macht doch Spaß und... Vielleicht macht es euch ja Spaß, so zu gucken. Und ich finde, man kann, oh Gott, auch ein bisschen dabei erzählen. Und zwar könnte man mal das Thema Fußball ansprechen. Ich weiß, so, ich weiß nicht, ob das viele von euch wissen, aber das Handy gehört ja im Blog eigentlich nicht mit rein. Und jetzt ist meine Frage an euch, sollte man vielleicht mal das so ein bisschen filmen? Beziehungsweise außerhalb gesehen, och nein. Also sollte man, so, wenn man mal irgendwo hinfährt zum Fußball, oder nicht irgendwie ein Konzert oder eine Shopping-Tour in einer dicken Stadt. Sollte man das mal dann irgendwie filmen, dokumentieren, wie das die ganzen Lifestyle-YouTuber machen, die coolen Kids. Oder sagt ihr dann doch lieber, ach nee, Let's Play-Kanal. Also, mir ist halt beides recht und Aaron und ich, wir haben uns das mal überlegt, was wir da machen können. Also ob wir jetzt einfach ganz klassischen Let's Play-Kanal behalten. Oh, du Hurensohn. Das muss ich rauspiepen. Mache ich aber nicht. Noch nee. Ich weiß halt echt nicht, wie ich was abschieße. Na gut, egal. Auf jeden Fall könnt ihr mal sagen, wollt ihr einen Let's Play-Kanal oder wollt ihr auch noch so, sage ich mal, Real-Life-Videos wieder mit drin haben oder so. Von wegen, ach, heute war eine Shopping-Mall. Mall. Ach so, hier ist vorbei. Was ist dieses Grüne eigentlich? Frisst mich das auf, wenn ich da reinfahre? Weil ich bin ja noch kleiner als das Ding. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was essen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Genau, wir haben uns mal so grob Gedanken gemacht von wegen, hey, das und das können wir spielen. Den esse ich jetzt auf. Das und das können wir spielen. Müsst ihr immer sagen, was ihr gerne sehen wollt. Dann könnte man das vielleicht einrichten. Das ist Donald Trump. So von wegen, warum kann ich das nicht essen? Also müsst ihr mal sagen, was ihr sehen wollt. Wollt meine ich natürlich. Ach, komm schon. Ach nee. Also wir haben halt... Oh, was ist denn hier los, Alter? Da habe ich... Oh, Junge, wie knapp. Warte, jetzt muss ich erstmal kurz hier rauskommen. Verdammt, ich bin gleich tot. Junge, ich habe überlebt, wie gut. Alles klar. Irgendwie wurde ich gerade gespalten. Ich glaube, ich wurde ein bisschen eingegessen. Ich weiß auch nicht, wie ich... Ah, so kann ich schießen. Ich muss das eine bestimmte Größe erreicht haben. Auf jeden Fall, ja, wir haben uns halt überlegt, es kommt ja momentan Witcher und hier das andere, Stardew Valley, wenn man das richtig ausgesprochen hat. Auf jeden Fall, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das gefällt, so. Also wir haben jetzt das so geplant, Stardew Valley, ne, und dann nehmen wir immer schön noch so ein Random Let's Play, wie jetzt das zum Beispiel, was ich hier mache. Oder auch, ja, hör mal, wer da hämmert, alles möglich. Ihr müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, was da Sache ist. Ja, also das ist eigentlich ganz euch überlassen. Wir spielen zwar das, worauf wir Bock haben, aber wenn ihr irgendwie sagt, ja, ich habe hier noch drauf Bock oder da drauf Bock. Oder Community-Aktion, gerne auch Community-Aktion. Ich glaube, Chris und Marcel machen sowieso Livestreams momentan. Könnt ihr gerne mal Bescheid sagen, was da, wie ihr dazu steht, was ihr da wollt. Gerne.
genau, was gibt's denn noch zu erzählen? Eigentlich, ich nutze das gerade voll, um sowas zu erzählen. Eigentlich wollte ich das als Display machen hier und nicht als euch. Ich erzähle euch ein bisschen was. Kann ich ihn wieder aufessen? Jawohl. Och nee. Och nee. Ich komme mir vor wie so ein Anführer. Jetzt muss ich diesen Nick wegpacken da. Das sind ja gerade auch so Spermazellen, Alter, die irgendwie. Ja, die gerade irgendwie auf dem Weg sind. Boah, ich hab so viel. Ich hab so viele Leute. Okay, jetzt sind noch zwei. Das ist ein trauriger Mann. Ja, auf jeden Fall, sowas wie hier macht ja auch Spaß. Gut, was gibt's noch anzusprechen? Ja, das war's eigentlich. Auf YouTube momentan läuft nur Schwachsinn rum. Was haltet ihr eigentlich von den Horror-Clowns? Okay, ich würde sagen, wenn wir das Horror, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, oder dass das Play nicht zu langweilig ist, dann werden wir mal irgendwann eine Folge machen, wo wir dann über Horror-Clowns sprechen. Und ich meine Meinung dazu euch sage. Okay, danke, das war's. Ja, genau. Ich würde sagen, dann beenden wir das Ganze. Es ist jetzt ein kürzeres Video, wenn ihr überhaupt bis hier dran geblieben seid. Dann schreibt doch mal in die Kommentare, habt ihr Lust, dass wir mal so ein Statement zu diesen Horror-Clowns machen? Ich hätte da echt Bock drauf. Oder generell Statements, wenn dann irgendwie man spielt eine Runde Happy Wheels oder so. Und dann schreibt ihr mal Kommentare in die, Sachen in die Kommentare, die man gut diskutieren kann. Als aktuelles Thema jetzt zum Beispiel Horror-Clowns. Oder was hältst du eigentlich von Donald Trump? Aber das ist ja schon mehr oder weniger abgehakt. Dem er sich selber da diese eigene Grube gegraben hat, müsst ihr mal Bescheid sagen, was da Sache ist. Oder wenn aktuelle Themen sind, zum Beispiel wie vor 3-4 Wochen, wenn ihr das Video jetzt gerade guckt, der Typ, der sich da im Gefängnis aufgehangen hat. Also, all sowas. Einfach mal in die Kommentare schreiben, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Haut noch einen schönen Tag und haut rein. Tschüss.